Guten Morgen, oder man müsste mittlerweile schon besser guten Mittag sagen. Ich habe jetzt die letzten Stunden das Video des ersten Tages vom Elbenwald-Festival geschnitten, lade das Video gerade hoch. Leider haben wir hier in unserer Unterkunft wirklich sehr, sehr langsames Internet, weshalb dies sicherlich einige Stunden dauern wird. Wir packen jetzt zusammen und machen uns dann auf, zurück nach Lumülen und zurück zum Elbenwald-Festival. Kannst du mal stille? Wie ihr vielleicht gerade gehört habt, hat meine Stimme sogar ein bisschen versagt. Eventuell ging es dann gestern doch ein bisschen länger, als es hätte gehen sollen. Wir sind aber, wie gesagt, sehr gespannt auf den heutigen Tag. Wir freuen uns darauf, was für Panels und Workshops uns bevorstehen. Und wie ich schon gestern sagte, dahin nehme ich euch natürlich gerne mit. Also, los geht's! Alle Workshops finden übrigens in zwei Mitmachzelten statt. Das eine seht ihr da hinter mir, das andere steht da vorne. Unterteilt sind die Kurse in kostenpflichtige und kostenfreie Workshops. Ein kostenpflichtiger hat hier vorne gerade begonnen, und zwar das Zaubertränkebrauen. Und da wollen wir mal schauen, wie das Zaubertränkebrauen denn in der wirklichen Welt funktioniert und was uns die Bücher von J.K. Rowling da alles schon verraten haben. Also schnell rein! Ich begrüße euch zu der heutigen Getränke im neuen Schuljahr. Wie Sie alle wissen, haben wir uns die letzten Jahre eher mit den flüssigen Zubereitungen, den ganz klassischen Tränken beschäftigt. Dieses Thema wollen wir heute erst einmal hinter uns lassen und einen kleinen Abstecher machen in die weitere Galenik. Sprich, wir beschäftigen uns heute mit den halbfesten Zubereitungen. Und natürlich darf auf dem Elbenwald-Festival auch ein großer Elbenwald-Store nicht fehlen. Den seht ihr hier im Hintergrund. Das weiße Zelt ist voll mit all den Sachen, die das Nerdherz erfreut. Und wir gehen jetzt mal zusammen rein und schauen, was es dort alles zu kaufen gibt.
Du bist immer nur drauf, jetzt was zu essen. Ich habe auch gedacht, ich möchte da nicht schon wieder drauf. Lass es sein. Gut, okay, dann mach ich das jetzt auch. Ich mach's ganz schnell. Ich muss ihn gar nicht vorstellen. Ihr kennt ihn alle als Franco Malfoy. Hier ist der einzige Mann. My brother had pictures of Harry and I as his screensaver on the back of his phone. Don't cheer. This is not, he was just taking the piss out of me. But no, I have, I've dabbled in fanfiction. I'm not a true expert by any means. Okay, Chris, such die nächste Frage, bitte. Yeah, hi. I would like to know, how long are you going to stay in Hamburg? It's a trick question. Is it? Well, how long do you want me to stay? I sadly have to leave. This weekend, but I have been blown away by the beauty of Hamburg. I'm not sure how many of you are actually from there, but I've only visited Berlin and Cologne before. All beautiful cities. But for those of you who don't know, you might need to translate some of this, but I forgot to bring any trousers with me today. I packed my bag without bringing any trousers. So today I spent a good hour or so, 2 hours, sort of walking around, playing music and taking photographs and just enjoying some of the most beautiful architecture that I've seen in a long time. So yeah, it truly is a spectacular city. I know for sure I will be coming back. Which is the best house of Hogwarts? It's a stupid question, really, isn't it? Let's face it, there's only one real house in Hogwarts. Although I have been told that I'm a slither door, because there's part of me that is quite different doors. So if there is two houses, then those would be the two. What house are you in? Not all of you, just the guy who asked the question. I'll take it as slither. But just pick someone. Okay. Hi, Tom. Hello, mate. Could it be that you're from time to time a little bit annoyed by people always asking you only things about Harry Potter? Since it is such a long time ago for you, so it's... It blows me away that Harry Potter is still not only as popular as it is, but is even more popular than it ever has been. We finished the films nearly a decade ago. We stopped filming, probably around that sort of time, and we really expected that the people who are fans, slowly interest would sort of die out. And it's been amazing to see that it's only increased. I'm very proud of it. I'm very grateful for all of my contributions to it. And will be forever grateful for everyone that was a fan, for everyone that supported the movies, supported my lifestyle. Without fans of Harry Potter, then I wouldn't get a chance to come to see you lovely people. So I'm very grateful. Genuinely very grateful.